Knapp 4 Jahre ist es nun her, dass Daniel Kübelböck, bekannt aus der ersten Staffel von Deutschland sucht den Superstar, spurlos verschwand. Noch immer beschäftigt viele, was die Ursache für sein mysteriöses Verschwinden von Bord der AIDA Luna sein könnte. Auch die beliebte Schlagersängerin Kerstin Ott beschäftigt die Tragödie um Kübelböck. In einem Interview mit Schlager.de offenbart sie nun neue Details rund um Daniel Kübelböcks trauriges Schicksal. »Ich glaube, dass das eine verlorene Seele gewesen ist, die auf der Suche nach Hilfe war«, so Kerstin Ott. Daniel Kübelböck wurde in der Castingshow DSDS bekannt als der Paradiesvogel der ersten Staffel. Dadurch hatte er auch danach immer wieder mit Mobbing und Hasskommentaren auf Social Media zu kämpfen. Auch Kerstin Ott wird als homosexuelle Frau immer wieder mit solchen Anfeindungen im Netz konfrontiert. Deshalb rät sie anderen Betroffenen, sich mental auf eine gewisse Höhe zu bringen und die Kommentare nicht zu nah an sich heranzulassen.